So, die kommen jetzt hier oben durch. Ja. Zumindest versuchen die das. Gut. Dann machen wir mal hier das. Wir schmeißen mal Minen auf diesen Weg hier, damit sie es schön schwer haben, durchzukommen. So. Du reparierst dich mal. Zack. Gut, der wird es schwer haben, da durchzukommen. Die halten aber ziemlich viel aus. Die schießen aber auch nicht so, wie sie sollten. Verzieh dich mal dahin. Okay, wie sieht's hier aus? Wo sind die zwei? Hier. Ich bin Kanes Boot. Schon mal ein Transport. Ich kann Ihnen helfen. Und noch unser Boot. Dann bauen wir noch eine Raffinerie. Und einen Störsender. Gegebenenfalls noch Abwehr. Carry-all einsatzbereit. Transport. So, die zwei Carry-alls. Roger. Fliegen wir hier hin. Bau abgeschlossen. Das wollte ich jetzt nicht. Abgeschlossen. Wir erobern den Kiste jetzt hier natürlich. Dort. Und bauen hier noch gleich die Basis und hier das alles, wo er schon mal da ist. Bau abgeschlossen. So, da haben die da dieses Gebäude erobert. Du schmeißt den mal hier alles raus. Klar. Neuer Kurs. Und du schmeißt den dort raus. Ich nehme an, der würde hier gleich so einen Bunker bauen wollen. Aber dafür haben wir jetzt diese Venom-Gleiter. Haben wir auch Teams? Hier, Raider. Alles ruhig. Euch nenne ich mal zu Team 1. Ich geh mal rein. Fangen wir an. Besetzt. Ausbildung. Bonusziel erreicht. Gut. Bruderschaft wird nicht verleugnet werden. Du gehst mal dahin. Wir müssen hier auch eine geeignete Abwehr aufbauen. Gut. Dann haben wir die alle. Division. In Position. So. Aber wir ein, zwei Skorpionpanzer und eigentlich schon eine gute Armee. Ich glaube, damit könnten wir sogar einen Gegner vernichten. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Heißt nicht, dass das so sein muss. Ich habe den Gegner euch noch nicht angeguckt. All die Zeit ist so oder so rum. Ich würde mal sagen, ich war da unten auf der Basis fertig. Und dann überlegen wir uns im nächsten Part, wie wir den Gegner hier ordentlich vernichten können. Okay, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Gebt ein Like und einen Kommentar, falls euch der Part gefallen haben sollte. Ansonsten, bis dann. Ade. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Command Conquer Tiberium Wars. Im letzten Part sind wir bei dieser Mission stehen geblieben. Wir haben hier oben eine kleine Basis vernichtet. Und stattdessen unsere Räte. Wir haben übrigens auch noch zwei, drei Gebäude erobert. Hier unten haben wir Rüstungsplattformen erobert. Das GD, das Nordlabor steht noch. Wir haben alle Upgrades gekauft. Basis hier errichtet. Und jetzt überlegen wir uns, wie wir reinkommen können. Ohne alles vielleicht kaputt zu machen. Ah ja, übrigens, hier waren noch die hier. Die machen wir nochmal mit dem Venom-Gleiter kalt. Ja, das habe ich erwartet. Ja, jetzt kommen noch die hier. Einheit wird angegriffen. Ja. Und weg. So, sollen sie versuchen? Ich habe ja schon eine Verteidigung aufgebaut. Der kannst du gerne. Verstanden. Roger. Na klar. Verstanden. Versuchen, wollte ich jetzt sagen. Mit sie nieder. Okay. Ja, jetzt blockiert er deinen Weg. Na klar. Wir haben sie auf dem Radar. Ah, wisst ihr was? Wir haben doch Panzer. Wir sind bereit. Geht klar. So. Unterstützpunkt wird meine Panzer. Einheit verloren. Einheit macht den mal alle. Patrouille bereit. Na. Ihr nicht. So, ihr durchschneidet den Panzer mit euren Laserstrahlen. Zack, gut. Macht sie platt. Perfekt. Der ist ziemlich stark hier für so ein blödes WMT. Macht er ziemlich viel Schaden an so einem Panzer. Das ist normalerweise nicht so. Auf Patrouille. Da oben ist eine Luftabwehr. Roger. Da ist eine Luftabwehr. Ich weiß nicht, ob man das Ding da erobern kann. Ist mir eigentlich auch ein bisschen egal. Wir gehen da sowieso nicht durch. Wir gehen da hinten durch. So, das ist Team 1. Team 1 macht sowieso nicht im Moment viel. Ja. Ausbildung. Bauen wir 5 Stück von denen. So, die kommen da oben durch. In Position. Und die Panzer sind alle weg. Ja. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Einheit wird angegriffen. Beschießen die auch die Leute? Wir weichen nicht zurück. Ja, gut, wir waren jetzt aber noch so ein Ding.
Das verkaufen wir mal. Ja, dann bauen wir hier das mal auf. Da, da und da. Gut, gut so, gut so. Machen wir wenigstens ordentlich Schaden? Hier sind ja schon selbst ziemlich viele Türme. Unser Leben gehört Kane. Unser Leben gehört Kane. Wir schmeißen hier noch ein paar Minen hin. Okay. So. Die machen jetzt mal ein Loch hinter ihrer Basis. Das ist immer hier die perfekte Taktik. Man kann natürlich eine Panzerarmee bauen und hier locker alles überrennen, aber es wird doch voll langweilig. Stattdessen gehen wir lieber hinten durch. Das ist doch viel angenehmer. 5 Sprengmeister dürften reichen. Ja gut, die sind vielleicht doch nicht so ganz sinnlos. Nur wenn man so ein Loch braucht, wenn man nicht unbedingt Einheiten opfern will. Mach mal Loch. Mach Loch. Mach Loch. Gut, mach Loch. Mach Loch. Okay. Perfekt. Wie sieht's mit euch aus? Ich hab was für Sie. So, dann haben wir einmal euch. Wir haben euch. Ein paar von denen bauen wir schon noch. So, dann noch unser Stützpunkt wird angegriffen. Ausbildung. Und dann nochmal 3, 4 von denen. Der kommt doch, glaube ich, mit Orcas hier gelegentlich. Silos benötigt. Der hat da ja so ein Ding. Aber damit wird er auch nicht weit kommen. Die Flak habt ihr, glaube ich, noch nie in Aktion gesehen. Deswegen werden wir das mal machen. Wir beobachten den jetzt, wie der abstürzt. Wumm. Wumm. Schwarze Hand einsatzbereit. Wumm. Der fliegt. Der fliegt. Der fliegt. Der fliegt. Und der stürzt ab. Zack. Das Schöne ist, die KI greift immer gerne die Dinger an. Und das ist im Grunde genommen ein bisschen egal. Wenn er das angreifen tut, ist das mir eigentlich ein bisschen wurscht. Denn die reparieren sich sowieso immer wieder, solange das Ding hier steht, bauen sich die Teile immer wieder auf. So. Feurige Zerstörer sind bereit. Ihr seid Team 2. Und ihr werdet hinten alles platt machen. Damit haben wir die Gegner innerhalb von 5 Minuten besiegt. Ja, wäre jetzt blöd, wenn es nur 5 Minuten wäre. Dann müsst ihr das irgendwie zurechtschneiden. Wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, noch ein Stückchen. Ja, ja, ja. Ich will das auch alles schön Level für Level beendet haben, Part. Vorwärts. Wenn wir Glück haben, brauchen wir ein bisschen länger als 5 Minuten. Weil die Armee zerschlagen wird. Ich weiß zwar nicht, durch was die zerschlagen werden könnte, aber wird sein können. Das sind übrigens nur die Anfangseinheiten. Die, die hier standen. Die wir hier gefunden haben. Und die in der Rüstungsplattform. Mehr ist das nicht. Plus diese paar Einheiten, die wir gerade danach gebaut haben. So. Ja, die sollen jetzt nicht die Mauer angreifen. Ach komm, ja, kack auf die Luftabwehr. So. Wir müssen die Kaserne loswerden. So, und vor allem die hier. So, bisschen Feuer. Oh, ja. Das habe ich befürchtet. Die Flammenpanzer töten unsere eigenen Einheiten. So. Genau. Gut so. Die hier. So. Das dann wegmachen. Hier tötet mal die hier. Komm. Schafft ihr das? Mal die hier. Gut. Zerstört mal den Panzer. Dann mal das. Gut. Ach, da ist ja noch eine Kaserne. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Aber jetzt sehen wir diese ja kaputt. Ah, schieß mal den da unten ab. Oh oh. Na, den Soldaten da unten bitte. Opfert sie den Flammen. Ah, die Geschütze sind wieder aktiv. Das ist nicht gut. So, jetzt sind sie wieder deaktiviert. Wir zerstören mal den Bauhof, damit er nichts Neues bauen kann. Wie machen wir das hier? Da sind auch unsere Fahrzeuge getarnt. Bringt zwar jetzt echt wenig, aber naja. Ja, macht sie kalt. Genau. Das da.
Und dann nochmal den Flughafen. Perfekt. Wir machen noch den Rest kaputt. Einheit wird angegriffen. Weil wir es können. Wir brennen. Kaputt. Ja, das machen wir auch mal kaputt. Vielleicht gibt es ja noch einen Codex-Eintrag. Man kann ja nie wissen. Für einen Rick. Okay. Dann mal ihr das. Das hier. Das da. Ja. Coole Sache. Gut. Wir machen das nochmal kaputt. Es ist zwar blödsinnig, aber ja. Wir haben noch so viel Zeit, da muss ich... Wo ich das irgendwie in den nächsten Part dranhängen. Ist jetzt blöd. Ich habe gedacht, es würde ein bisschen länger dauern, aber okay. Kaputt. Yay. Yay. Beides erfüllt. Und die machen noch die Mauer kaputt. Ich bin sicher, wir hätten die ganze Armee verloren, wären wir durch die Vordertür gegangen. Das könnte durchaus möglich sein. Aber es war eine ganz gute Sache. Schwer erfüllt. Erfüllt. Und erfüllt. Ja, wir haben so 10 Minuten gebraucht. Der Part ist abartig kurz. Deswegen würde ich mal sagen, wir fangen jetzt einfach mit der Atlantikküste an. Ja, obwohl... Nee, wir beenden den Part. Dann sind das jetzt halt 9 Minuten. Ist es halt so. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ja, doch, ich kann es eigentlich schon ändern, aber... Dann ist es halt so. Ich nehmt es mir nicht böse. Dafür wird der nächste Part vielleicht etwas länger. Gebt ein Like und einen Kommentar, falls es euch gefallen haben sollte. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bei Command & Conquer Tiberium Wars mit Nord. Ade.